Hallo zum nächsten Part von unserem Let's Play Together von Nostale. Wir sind Hi. beim letzten Mal stehen geblieben bei TS 18. TS 18. Da gehen wir jetzt mal hin. Und leider hat Florian immer noch kein Mikrofon. Ja. Dafür müssen wir uns erneut entschuldigen, da wir das jetzt direkt im Anschluss machen. Ja, wir haben jetzt die beiden letzten Parts direkt hintereinander gedreht. Deshalb hat haben er wir jetzt natürlich immer noch kein Mikro, weil so schnell kriegt man das normalerweise nicht. Da unten ist TS 18, das heißt, wir müssen da ganz runter. Das ist jetzt die erste Heldenmission, die wir machen. Heldenmissionen sind Missionen, die man in Gruppen machen sollte, weil die ziemlich schwer sind. Naja, TS 25 ist auch eine Heldenmission, die geht eigentlich, finde ich. Gehen eigentlich alle, aber normal, aber Standard, um die zu schaffen, ist mit 2 bis 3 Gruppenmitgliedern. Ich gehe zuerst rein. Okay. Ich muss nochmal raus. Florian, ich gehe zuerst rein. Weil dann kann man auch sehen, was man hier kriegt. Man kriegt Rüstung der Sicherheit, Und bekommt Blitztunika oder Anfängergewand für Schwertkämpfer, Bogenschütze oder Magier. Das sind die allererste Level Rüstung, die man bekommt. Genau, Level 20. Genau, und wir tauschen die dann so unter uns aus, falls einer, ja, einer hat, die ein anderer braucht. Denn wir wissen ja schon, was wir haben wollen. Als Büro. Florian, komm rein. Und hier ist jetzt jeder Buff sehr sinnvoll, denn die dauert wirklich lange, die TS. Was? Bei mir steht, manche TS wurden nicht abgeschlossen. Ich Flön hat manche TS noch nicht abgeschlossen, sagt er gerade. Der kommt nicht rein. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, dass wir die jetzt gerade mal machen, da wir drinnen sind, und dann holt er es einfach nach. Okay, wir machen die TS dann einfach schon alleine und Flön holt es einfach nach. Ja, das... Also das, was er jetzt macht, ist schon mal ein gutes Beispiel. Das passiert, wenn man im Vorhinein hat er dann wahrscheinlich bei einem Quest, wo man etwas sammeln muss in einer TS, den Sammelquest zwar abgeschlossen, aber die TS nicht geschafft. Dann kann er auch die Heldenmission nicht machen. Denn um eine Heldenmission zu machen, muss man alle TS davor geschafft haben. Also gehen wir schon mal. Ja. Die machen wir dann mit ihm und dann passt es schon. Genau. Ach so, hier ist schon... So, und schon mal gleich der erste Raum ist Jagen. Ja. Hier sind die glücklichen Bergmänner eigentlich schwächer als draußen vor der TS. Ups. Hier nicht jagen. Ja, ich merk's schon. Weil diese XP-Bergmänner, ich mag diese XP-Bergmänner nicht so. Ja. Die sind doof. In den Räumen, wo man nicht jagen muss, da sind die da auch wieder genau dasselbe Level wie draußen vor der TS. Und mein Hund hat schon wieder Blackout. Wo lang gehen wir? Recht müssen wir. Okay. Und ach, stimmt. Stimmt, unten geht's noch nicht lang, habe ich eben nicht gesehen. Ich benutze den Hebel. Ja. Ich tanke. So, Beitrag. So, und weiter. Florian, du kannst ja schon mal die TS, die dir fehlt, ermitteln und schon mal machen. Dann geht das ganz schneller. Er meint TS 15, hat er gerade gesagt. Achso, okay, dann mach das gerade. Versucht's mal, weil er hat gesagt, er packt die alleine nicht, aber... Die ist nicht so schwer, wenn du den Weg kennst. Ich kenne den jetzt leider aber auch nicht auswendig. Guck mal im Internet, da gibt's den bestimmt irgendwo. Ja. Nosmania oder so. Passt schon. So. Dann. So. So, und jetzt sind wir schon wieder. Wenn man sich jetzt hier hinstellt und dann oben mal auf diesen kleinen Kreis guckt. Oder warte, das ist, glaube ich, der Raum davor. Nein, das ist doch der Raum. Dann könnte man sich doch denken, wenn da beim oberen Weg nach rechts noch so ein Kreuz wäre, dann sieht das Ganze aus wie so ein Hakenkreuz. Etwas narzisstisch, nazimäßig, was auch immer. Ja, aber stimmt. Ja. Wenn man sich da noch eine Linie dazu denkt, dann ist das Ganze ein Hakenkreuz. Aber ich denke, es ist gut so, dass es keins ist, weil
Ja, das wäre dann, glaube ich, nicht so gut. Angemessen. Ja. Meine Amulette, Hanke. Nein, das ach so. Tank einfach. Geh an den Schlüssel. An den ha Hebel. So. Ich nehme noch die Truhe. Yeah, Gileonstein. Mann. Juhu. So. Einfach weiterlaufen. Oh, hier sind eigentlich fast alle Räume ziemlich gleich. Man muss nur Ja. hebeln und ein paar Monster töten. Ja, es ist etwas langweilig, diese TS. Ja. Aber so schlimm ist es nicht. Und wieder zurück. Man sieht auch schon daran, wie viel Zeit man hat. Unten daran merkt man auch schon, wie lang diese TS im Endeffekt ist. Tja. So. Ich habe ja gesagt, das ist etwas erschöpfend. Hier geht's jetzt auch noch mal einmal ganz rum. Ja. Aber dann war es das auch. Ja. Da hier hoch, dann dahin und dann hier runter und dann ist es fertig. Zwischen Schleudergeschoss. Hier hoch. Hebel, warum war das klar? Ja. Bergmänner killen. Es ist echt immer das Gleiche irgendwie. Ja. So. Und weiter. Da ist es wahrscheinlich auch gleich nochmal. Hier jetzt Ja. ist es wahrscheinlich nochmal dasselbe. Das ist. Da hätte man sich echt Besseres einfallen lassen Ja. können. Es ist immer nur dasselbe Schema im selben Rhythmus. Jetzt nach unten und ich würde sagen, für diese TS können wir einen ganzen Part machen, oder? Also. Ich glaube, das war auch jetzt. Aber jetzt Ja. kommt, glaube ich, auch kein Kampf mehr. Doch, jetzt, ja, Ja, schon sind wir genau. drauf, endlich. So, hier muss man jetzt auch wieder alle töten. Das ist jetzt ein ziemlich großer Raum, wie man auch schon sieht. Wollen wir hoffen, dass wir mit diesem. Oh, das war mein iPod. Verdammt. Ich hoffe, das hat man nicht gehört auf dem Video, aber der ist gerade runtergefallen. Ja, hat man aber. Ah ja, okay. Egal. So. Florian hat die TS geschafft. Sehr gut, dann kann er das auch gleich machen. So. Mal sehen, ob wir hier mit der TS jetzt noch. Ah nee, wenn das alle Feinde sind. Ich So. habe gedacht, vielleicht kriegen wir noch mit der TS jetzt Job ab. Aber ist wohl Ja, nicht nach so. der TS bist du, ist man automatisch Job ab. Ach so, okay. Dann kriegen wir auf den Part dann auch noch gerade den Genau, dann machen wir in Jobwechsel. den Part noch gerade den Berufswechsel rein. Genau, den Florian wechselt Florian sein. Beruf werdet ihr dann im nächsten Part sehen. Genau. Florian wechselt seinen Beruf dann offscreen. Das ist genauso wie bei uns, nur halt, dass er anstatt Schwertkämpfer oder Bogenschütze Magier auswählt. Yay, wir haben die TS geschafft. Sehr cool. Ich nehme ganz Ich hab links. Magier. Ich habe auch Magier. Na toll, Florian, zweimal. Oh, so.
So, dann machen wir die TS wahrscheinlich auch nochmal offscreen, um unsere Rüstung zu bekommen. Genau. Und jetzt erstmal Amulett der Halbkehr. Ja. Denn wir müssen mit Mimimenta sprechen. Was, warte? Warum schreibt der warte? Komm. Florian, ich muss jetzt gerade hier weggehen. Ich muss das jetzt schnell machen. Ja. Alles andere können wir dann später offscreen machen. Ja. Okay. Ach, du bist jetzt schon da hochgegangen, oder was? Yep. Lass dir Zeit. So, hier. Okay, hier ist jetzt so, man muss alles ablegen, was man hat. Muss man alles warte ablegen. Mal, ich bin noch gar nicht da, warte, ganz langsam, ganz langsam. Oh, ja. So, okay. Erstmal nicht teleportieren, oder? Nee. So. Also, und man muss die Gruppe verlassen. Oh, okay. Also Gruppe verlassen. Dann. Und alles ausziehen. Genau. Alles ausziehen. Also hier P drücken, dann das weg. Das und das. So, und bei mir hat man jetzt auch schon gesehen, ich habe jetzt, bei mir waren jetzt Dämonenflügel, das bedeutet, ich habe jetzt, da wir jetzt den Beruf gewechselt haben, haben wir eine Kraft der Bewährung bekommen. Bei mir ist es Dämonen. Ach, du bist jetzt schon ein Schwert hier, oder was? Warte. Ja. Beruf wählen. Sieht man daran, dass ich ein Schwert in der Hand habe. Ja, das habe ich noch nicht gesehen eben, deshalb. Du stehst direkt hinter dem Schild Noswell-Info, deshalb, ja, ich möchte ihn wechseln. Ja. Ich werde Bogenschütze. Und? Ja, was bist du? Ich bin Engel. Ah, na toll. Okay, dann würde ich mal sagen, werden wir alle Engel. Ja. Hier, ich habe sogar schon Kurzbogenpfeile bekommen. Ja, er braucht nämlich auch Kurzbogenpfeile. Ja. Ich brauche Armbrustbolzen. Okay. Okay, dann war's das für diesen Part. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn dann auch Florian den Beruf gewechselt hat. Genau. Okay. Oh, eine Sache noch. Wir sind jetzt hier wieder Job Level 1. Also mit dem Beruf hat auch das Job Level wieder gewechselt. Das wollte ich jetzt gerade noch dazu sagen. Okay. Damit verabschieden wir uns. Tschüss. Ja. Tschüss.